Heute, am 1. Mai 2020, wollten wir unsere Radfernfahrt Deutsche Alleenstraße beginnen. Wir wollten durch 10 Bundesländer fahren und entlang unserer Strecke von 2300 Kilometern für den Alleenschutz werben, für das Pflanzen von neuen Alleen, für den Schutz bestehender Alleen und für eine gute, fachgerechte Pflege. Da wir nun unsere Tour nicht wie geplant durchführen können, laden wir Sie ab heute zu einer virtuellen Radfernfahrt Deutsche Alleenstraße ein. Mit kleinen Filmen, erstellt von unseren Förderern und Unterstützern vor Ort, möchten wir Ihnen bis zum 21. Mai unsere Start- und Zielorte auf unserer Homepage, auf Facebook und Instagram vorstellen. Damit wollen wir auch in diesem Jahr das Thema Alleenschutz in die Öffentlichkeit bringen und auf unsere Radfernfahrt im nächsten Jahr neugierig machen, denn diese Städte fahren wir nun im nächsten Jahr an. Wir freuen uns auf Ihren Besuch bei unserer virtuellen Radfernfahrt und wünschen Ihnen, dass Sie gesund bleiben. Herzliche Grüße von Katharina Duje-Siefgen.